Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin's, Schneckball, und es ist Zeit, ich melde mich mal wieder hier aus meinem kleinen Dörflein. Und ihr seht hier im Hintergrund die Pferde. Die Zucht habe ich natürlich fleißig weiterbetrieben. Und es sind doch eine Menge geworden, muss ich sagen. Überwiegend Ratten. Und ganz hinten im Hintergrund seht ihr auch den Verkaufsstall, der jetzt wirklich endlich fertig geworden ist. Das Büro ist noch nicht ganz fertig, da fehlt noch so ein bisschen die Inneneinrichtung. Und ich sehe gerade die Pilzkuh, meine Pilzkuh haut ab da hinten. Moment. Ich habe nämlich eine Pilzkuh gefunden. Und warum läuft sie hier rum, Fräulein? Nein! Ich liebe Pilzkühe, müsst ihr wissen. Pilzi! Pilzi, warum bist du abgehauen? Ich kümmere mich jeden Tag um dich. Ich poliere die Pilze auf deinem Rücken. Ich putze dich. Ich hege und pflege dich. Ich habe dich furchtbar lieb. Und du hast nichts Besseres zu tun, als abzuhauen. Okay, vielleicht ist es bei den Pferden nicht hier besonders, okay, scheiße. Ich muss irgendwie versuchen, diese Pilzkuh wieder einzufangen. Aber als erstes gehen wir mal kurz zum Stall. Und ich werde euch das jetzt einfach mal kurz zeigen, wie ich mir das vorgestellt habe. So, hier ist auf jeden Fall geradeaus die Wiese, damit natürlich auch der Auslauf sichergestellt ist. Und hier seht ihr schon Sportpferde, Dressurspringen, Rennen und Vielseitigkeit. Hier werde ich das auf jeden Fall aufteilen. Die eher Springen- und Vielseitigkeitspferde werden wohl hier auf der linken Seite sein. Auf der anderen Seite die schnellen Blitze. Ja, das sind die Stallungen. Sie sind bereits eingestreut. Und ich werde jetzt anfangen, die Pferde von meinem privaten Unterstand dann hier anzusiedeln. Wir gehen mal kurz hoch. Ich zeige euch kurz den Heuboden. Ja, die Ernte ist noch nicht ganz so groß, sage ich mal. Aber wenn man hier einfach alles alleine machen muss und keine Knechte hat oder keine Unterstützung, niemanden, der einem hilft, dann dauert das halt einfach ein bisschen. Und ich bin schon stolz, dass ich dieses Anwesen überhaupt alleine aufgebaut habe. So, das ist jetzt ja hier das Verkaufsbüro von Hiro und Schneckball. Und mir fällt gerade ein, ich habe es doch schon eingerichtet. Hier so eine kleine Sitzecke auf jeden Fall. Hier würde ich mal, ja, kann man die Verkaufsgespräche führen. Wenn wir mal uns ausruhen müssen, stehen natürlich auch Betten bereit. Und das war es eigentlich vom Verkaufsstall hier. Ja, so sieht es nochmal von außen aus. Ich finde, es ist gut geworden, passt auf jeden Fall gut ins Dorf. Und ich hoffe, das Geschäft wird laufen. Und ja, ich werde mir ganz kurz was für Pilzi überlegen und dann gehe ich nochmal zum Briefkasten gucken, ob irgendwie Post da ist. So, die Kuh habe ich jetzt eingefangen. Mit Weizen konnte ich sie zum Glück hier wieder ins Gehege locken. Aber ganz klar ist auf jeden Fall, das werde ich nicht nochmal machen. Denn ganz ehrlich, wer hier nicht bei mir bleiben will, hat einfach Pech gehabt. Und ja, ich gehe mal zum Briefkasten und dann checken wir mal. So. Okay, dann lesen wir mal. Werte Frau Schneckball, uns ist aufgefallen, dass Sie keine Gebühr von 10 Talern am Angelclub von pvplay.de bezahlt haben. Deshalb werden wir Ihnen den Eintritt von 10 Talern, eine Bearbeitungsgebühr von 50 Talern und eine Mahngebühr von nochmal 50 Talern in Rechnung stellen? Bitte? Wir bitten Sie, diese schnellstmöglich auf das angegebene Bankkonto zu überweisen. Nach der dritten Mahnung werden wir weitere Schritte gegen Sie einleiten. Kontodaten, Kontoname, Angelclubgebühr, 110 Taler, Überweisung, sag mal, mit freundlichem Gruß, die Finanzabteilung von Angelclub? Ich glaube, ich spinne. Also, ich bin wirklich sprachlos. Ich bin richtig entsetzt. Ich bin hier die Prinzessin in diesem Dorf. Wie kann man denn jetzt bitte mir, weil ich einmal angeln war, eine solche Frechheit, eine Mahnung schreiben? Wisst ihr, wie das war? Ich wollte hier einen Angelplatz bauen. Aber die Herren von pvplay haben angeboten, nein, wir übernehmen das. Wir bauen einen Angelplatz. Und da gehe ich selbstverständlich davon aus, dass ich die Rechte besitze und dort angeln kann, wann ich will. Also so eine Frechheit, also ich fasse es nicht.
Ich fasse es nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal pennen und beruhigen uns etwas. Und dann gehe ich morgen mal zum Angelplatz und gucke mir das Ganze da mal an. Also, es ist wirklich eine Frechheit. Gute Nacht. So, da unten seht ihr auf jeden Fall die Angelplätze. Es gibt verschiedenfarbige. So, wir laufen da jetzt einfach mal ganz schnell hin. Und jetzt bin ich aber mal richtig gespannt zum Angelclub. Weil ich finde, das ist eine solche Dreistigkeit, sich auch noch fortzudrängeln, diesen Angelplatz zu bauen. Und jetzt wird mir, glaube ich, einiges klar. Die wollten das nur bauen, um hier Geld zu verdienen. Informationen beachten. Angelclub, PV Play. Eintrittsgebühr 10 Taler. Da steht die Bankverbindung. Was ist da noch drin? Eigentümer Brennan und Dale, Finanzberater Erskine. Ja, ich glaube, es hackt bei euch. Für die Angeln muss man hier auch noch Geld bezahlen. Getränke gibt es hier. Und hier Platz Magenta. Also ich bezahle doch keine Taler, nur um hier zu angeln. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, als ich hier geangelt habe, und zwar war das hier mit dem Hero zusammen, da war auch überhaupt kein Schild, dass es hier irgendwie Geld kostet. Also, Eintritt von 10 Talern und dann Bearbeitungsgebühr 50 Taler und nochmal eine Mahngebühr von 50 Talern. Also, ganz ehrlich, Jungs, wisst ihr, was ich denke? Wisst ihr, was ich mache? Ich bin wirklich wütend, ja? Ich bin wirklich, wirklich wütend auf euch und das lasse ich mir nicht gefallen. Ne? Und um euch zu zeigen, dass man das nicht mit mir machen kann, ja, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Und ich werde jetzt ein kleines Zeichen setzen. Und ich hoffe, ihr überlegt es euch nochmal, ob ihr Prinzessin Schneckball eine Mahnung schreiben wollt. Und na, ich muss mal gucken. Also, ihr hattet Interesse an unseren Pferden. Kann sein, dass die jetzt so 10 bis 20 Diamanten teurer geworden sind durch diese Tat. Meine Lieben, so nicht.